Einen wunderschönen 7. Dezember. Guten Morgen. Fun Fact über Finnland. Heute einmal. Ein sehr langes, gestrecktes Land. Viele denken, es ist sehr kalt. Es ist immer kalt und immer dunkel. Stimmt nicht ganz. Wir haben hier richtige Jahreszeiten. Ich lebe eher so im Süden. Und wir haben trotzdem so einen richtigen heißen Sommer. Und dann auch so einen verschneiten, kalten Winter. Meistens zumindest. Das ändert sich über die Jahre. Das ist ein größeres Thema. Dieses Klimathema. Heute sprechen wir über das Wetter. Wir haben uns für unser Haus ein kleines Upgrade gekauft in diesem Sommer. Und das ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe, nennt man das wohl. Das ist so eine große Box, die stellt sich vors Haus, also unser Ball hinters Haus. Und dann gibt es so eine kleinere Box, die ist im Haus und die macht im Sommer kalt und im Winter warm über die Luft. Und die ist von der Firma Samsung. Das ist jetzt nicht das Modell, was ich bevorzugt hätte, aber die sind sehr gefragt gewesen über die letzten 2 Jahre. Komisch. Leute hatten Geld, Leute wollten ihren Lebenskomfort so ein bisschen upgraden. Und ich komme gleich zum Produkt, ja, also kurz abwarten. Und die ist von Samsung und die muss über eine smarte App gesteuert werden. Beziehungsweise es gibt auch eine Fernbedienung. Aber sie hat eine smarte App, was mich erstmal verzückt hat. Allerdings ist SmartThings von Samsung eine grauenhafte App. Also wirklich grauenhaft. Und hier kommen wir jetzt zum Pick. Und zwar, das ist von der Firma Tadow, die sogenannte smarte Klimaanlagensteuerung. Das ist für Klimaanlagen, aber auch für Luft-Luft-Wärmepumpen. Und die bindet dieses Objekt, was ja durchaus smart ist und was WLAN hat und so weiter, aber an eine vernünftige Home-App ein, also die Home-App von Apple und umschifft die Smart-Things, heißt es, glaube ich, Smart-Things-App von Samsung. Es gibt andere Lösungen für, als Tadow. Es gibt Homebridge-Lösungen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, weil es hier eine Out-of-the-Box-Lösung gibt, die einfach dieses Gerät mir in Home bereitstellt. Und Home ist mittlerweile sehr nett mit seiner Temperatureinstellung. Das sieht alles sehr fancy aus. Ich kann sowohl warm als auch kalt dort regeln und die Temperatur hoch runterschieben. Das macht auch dieses kleine Display, was es hier auf dem Gerät hat. Das verwende ich allerdings nie, weil das dann doch hinter dem Schrank liegt und nicht prominent platziert ist. Aber es ginge, dass man das prominenter platziert und darüber die Temperatur einer solchen Anlage steuert. Ich bin sehr fasziniert, dass sowas geht. Ich fand den Einrichtungsprozess total toll. Man wird sehr leicht durchgeführt. Man hat diese Infrarotfernbedienung von dieser Anlage und drückt da einmal drauf und dann wird das Modell sofort erkannt und dann ist nichts weiter zu tun. Man muss keine komischen Raspberry Pis installieren und pflegen und warten, sondern das einfach an den Strom hängen ist leider Micro-USB, wie das so üblich war in der Vergangenheit. Aber mehr braucht es einfach dann nicht. Und bindet sich ins WLAN ein und lässt dann alle Automationen euch steuern. Anwesenheit, Abwesenheit, Automationen wie, was, gehen Lichter an. Ihr kennt das. Also das ist ein Upgrade fürs Haus, wenn man denn eine Klimaanlage oder wie wir so eine Luft-Luft-Wärmepumpe installiert hat. Die installiert wurde. Macht das Leben so ein bisschen komfortabler und lässt sich jetzt auch einfacher steuern, weil es direkt in Home eingebunden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen ist der 8. Dezember und ja, ich weiß nicht, aber es wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid.